Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein First Impression Video, was auch daran liegt, dass ich noch nicht richtig geschminkt bin, nur so halb und es sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Aber das werden wir zusammen machen und zwar mit nur neuen Produkten. Die Produkte, die ich benutzt habe, waren alles alte Produkte, deswegen habe ich das schon vorher gemacht. Und jetzt widmen wir uns den neuen Sachen. So, wir fangen jetzt an mit dem Banana Setting Powder von Bare Minerals. Ich habe es gerade schon geöffnet. Und das werde ich jetzt zum Setten benutzen. Erstmal grob unter meinem Auge tupfe ich das jetzt mal auf. Und unter dem anderen genauso. Damit wir einfach ein bisschen baken und das Ganze setten. Ich mache das auch immer noch hier ein bisschen am Kinn mit dem Rest. Und in der T-Zone. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie so einen Banana Powder ausprobiert. Ich bin gleich echt mal gespannt, wie das im Gesicht aussieht und ob es auch den ganzen Tag hält und wirklich gut fixiert. Ich bin sehr gespannt darauf. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen so antrocknen lassen, sage ich mal. Und ich nehme noch ein bisschen Restpuder und pudere mein restliches Gesicht damit auch mal ab. So. Also so viel kann ich natürlich jetzt gerade noch nicht sagen. Ich finde nur, dass mein Gesicht in der Kamera sehr, sehr gelb jetzt aussieht. Aber wir warten erstmal ab. Ich schminke mich erstmal zu Ende und dann kann man das erst am Ende sagen, weil manchmal ist es bei Foundations ja auch so, dass sie nicht so richtig wunderschön aussehen am Anfang. Und dann am Ende sieht es aber trotzdem ganz gut aus. Ja. Keine Ahnung, ich finde, ich sehe gerade sehr, sehr gelb in der Kamera aus. Gerade neben der weißen Wand, aber... Wie gesagt, wir warten das Ganze erstmal ab. Ich schminke mich erstmal zu Ende und dann sehen wir weiter. Als nächstes werde ich kurz mein Auge vorbereiten mit einem Primer. Da habe ich jetzt keinen neuen. Benutze ich einfach einen, den ich noch so habe. Das ist jetzt einer von Lorac. Passend zu der Palette, die wir gleich benutzen. Denn neu habe ich und noch nicht benutzt, habe ich eine Palette von Lorac. Und zwar... Ich weiß nicht, hat die irgendeinen Namen? Riesling Romance Eyeshadow Palette oder so. So sieht die aus, ist so gold. Und das sind die Farben. Ist eine sehr natürliche Palette. Kann man, denke ich mal, sehr, sehr viele Looks mit schminken. Und ja, ich mache heute einfach, ich kann damit ja eigentlich mehr nur einen natürlichen Look schminken. Könnte man bestimmt auch so ein bisschen was Smokigeres, aber ich habe da so schon eine Idee, was ich heute so ein bisschen schminken möchte. Ich nehme... den zweithellsten Ton, den matten hier, und benutze das in der Crease. Also bis jetzt, ich habe jetzt erst eine Farbe aufgetragen, aber die lässt sich sehr, sehr gut auftragen und lässt sich auch sehr schön verblenden. Und was ich gut finde, sie lässt sich gut aufbauen. Also es ist nicht gleich so dieses Mega-Pigment, was bei den anderen Lorac-Paletten ist. Das kann man mögen und hassen. Ich komme mit den anderen Paletten auch sehr gut zurecht. Aber ich mag es auch, wenn man die Lidschatten gut aufbauen kann. Und das kann man hiermit eindeutig schon mit dieser Farbe. Aber ich teste mal erstmal jetzt weiter. Jetzt nehme ich mir mal den Ton danach, der so ein bisschen dunkler ist. Und gebe den auch noch ein bisschen unterhalb in die Crease. Einfach um das Ganze ein wenig zu schattieren. Jetzt nehme ich mir den schimmernden Ton hier unten und trage den auf den beweglichen Lid auf. Oh, der ist schön. Oha. Wow, seht ihr das? Krass. Der ist richtig, richtig gut pigmentiert. Ich bin echt erstaunt. Der ist mega schön. Krass, das wird noch besser zum Make-up passen. Das hätte ich gar nicht gedacht jetzt. Wow, richtig, richtig schöner Ton, richtig gut pigmentiert, also ich bin echt erstaunt, wie schön der ist. Ich dachte eigentlich, der wäre so ein bisschen natürlicher und nicht so stark pigmentiert, dass man ihn auch untere Augenbrauen nehmen könnte, aber das lasse ich mal lieber, das wäre mir ein bisschen zu stark. Ja, richtig toller Ton. Als nächstes nehme ich den dunklen matten Ton
und gebe den wirklich ins äußere V nur. Das Ganze verblende ich natürlich ganz gut, weil so sieht es natürlich noch ein bisschen seltsam aus. So, jetzt tragen wir den Lidschatten am unteren Wimpernkranz auf. Da fange ich mal mit dem hellsten Ton innen an. Und dann mache ich das so wie oben, wie ich es da auch gemacht habe mit dem Farbverlauf. Und das Ganze wird jetzt ebenfalls verblendet. Also zu dieser Palette kann ich jetzt schon nach dem ersten Mal benutzen sagen, dass sie richtig gut ist. Aber ich bin von Lorac nichts anderes gewöhnt. Also ich finde, das sind generell eine meiner Lieblingsmarken, was Paletten angeht. Ich liebe, liebe, liebe die Lidschatten und diese Palette ist ebenfalls richtig, richtig gut. Werde ich sicherlich öfter mal benutzen. Was heißt öfter? Ich habe so viele Paletten, aber ich werde sie gerne benutzen. Die Farben sind richtig, richtig gut pigmentiert, lassen sich super, super schön verblenden. Und auch die Farbzusammenstellung ist für so eine natürliche Palette richtig, richtig toll. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Ich finde sie bisher sehr, sehr gut. Okay, als nächstes kümmere ich mich um den Lidstrich. Da habe ich jetzt auch kein neues Produkt, deswegen mache ich das mal gerade off-camera und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe jetzt einen Lidstrich gemacht, habe mir falsche Wimpern aufgeklebt und meine Wimpern getuscht. Ich hole euch noch mal ein Stück näher ran. Ihr seht jetzt hier, sind echt schöne Wimpern. Ich weiß, ich glaube, es sind welche von Red Cherry. Ich kann euch leider nicht sagen, welche das sind. Die habe ich nämlich schon länger in Benutzung. Aber die gefallen mir sehr gut. Und jetzt kommt das, was ich noch nie so hatte. Ich habe nämlich was Neues und zwar, wo habe ich es jetzt hingelegt? Hier. Das ist aus einer LE von Essence. Ah, nee, nicht aus der LE. Doch diese Pre-LE von der neuen Kollektion, vom neuen Sortiment. Und zwar Loose Glitters. Und da habe ich mir eins gekauft. Und zwar diese silbernen. Da sind Sterne drin in verschiedenen Größen. Und das dachte ich mir, probieren wir doch jetzt mal im First Impression aus. Ich gebe mir vielleicht ein oder zwei jetzt hier unter den Lidstrich und hoffe, das sieht gut aus. Ich weiß auch noch nicht, ich wusste nicht, ob ich das jetzt mit einfach mit Glitterprimer drauf mache, aber das ist mir zu unsicher, sag ich mal. Ich möchte auch wirklich, dass es dann da hält. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach mal Wimpernkleber, gucken, ob das funktioniert. Ich nehme mir erstmal so einen kleinen Stern. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich den aufnehme. Ich glaube, ich nehme den einfach so mit dem Finger auf. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja. Und mache mir jetzt irgendwo, vielleicht auf dem Handrücken, so ein ganz bisschen Kleber. Gehe da mit einem alten Pinsel rein, mit so einem ganz feinen. Und tupfe das jetzt mal auf den Stern auf. Ich denke nämlich, das wird um einiges besser halten dann. Genau, ich habe das jetzt da aufgetupft. Und ja, jetzt warte ich einen Moment. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie ich das jetzt gut drapiere. Ich hatte doch eben noch hier meine Pinzette. Wo habe ich die denn hingetan? Hä? Pinzette ist weg. Ah, da hab sie. Ich versuche das jetzt einfach mal aufzukleben. Ich hoffe, dass das klappt. Okay. Okay, der sitzt soweit und ich glaube, ich mache auch noch einen zweiten hin, dass diese zwei übereinander sind. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder reicht der eine? Ich bin mir unsicher, ich habe sowas halt noch nie gemacht. Ja, doch, zwei können wir machen, komm. Das ist ja jetzt auch hier ein First Impression Video. Ich will es einfach mal testen, wie das ist und wie es aussieht gleich. Und der sitzt ebenfalls. So, Sterne sitzen, das ist schon mal gut. Dazu kann ich euch jetzt so viel sagen, also es geht so ganz einfach. Die Technik finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich kann euch im Nachhinein vielleicht noch sagen,
oder ihr werdet es in meinem Vlog sehen, wie gut es denn gehalten hat, ob es dann nach dem Skischuh immer noch saß. Aber ich denke, wie gesagt, mit dieser Variante hält es am besten, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich finde die Glitterpartikel schön, ich muss mal gucken, was es dann noch für welche geben wird. Ich könnte mir vorstellen, sowas öfter zu machen. Ich finde, das mal was ganz Schönes, ist mal was ein bisschen was Auffälligeres, aber nicht zu auffällig, weil ich finde, ja, ich weiß nicht, kann ich nicht beschreiben, man sieht es ja nicht so auf den ersten Blick, man sieht nur, wenn man näher hinguckt, dass da so ein bisschen was, ja, was schimmert, was glänzt und ja, ich finde es ganz schön. Weiter geht's, jetzt geht's weiter, ach, immer noch mit dem Auge. Ich habe hier ein Produkt von Gucci und zwar Gucci Eye Impact Longwear Eye Pencil in der Farbe Cocoa, also ein brauner Ton. Und den trage ich, achso, der hat auf einer Seite hier so einen zum Smudgen, so einen Applikator, sage ich mal. Aber den brauchen wir nicht. Ich will einfach nur meine Wasserlinie ein bisschen dunkler einfärben und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Er malt, er ist nicht super cremig, aber er ist jetzt auch nicht super fest. Das ist so ein Zwischending. Ich habe welche, die malen besser auf der Wasserlinie, aber er malt auch nicht schlecht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so, da er nicht so cremig ist, dass er auch ein bisschen länger auf der Wasserlinie hält. Und das wäre natürlich optimal. Weil ich habe halt oft das Problem mit tränenden Augen, das habe ich euch schon oft erzählt. Und dann hält das bei mir nicht wirklich lange, aber wir gucken mal, wie sich das macht. Soweit ganz normales dunkles Braun, kann man glaube ich noch nicht so viel zu sagen. Vom Auftrag ganz okay halt, es ist nicht kratzig, was ich total schlimm finde bei, Kajalstiften, aber das ist hier absolut nicht der Fall, deswegen gefällt mir eigentlich auch bisher auf den ersten Blick ganz gut. Dann geht's weiter mit einem LE-Produkt von Rival de Lupe Young, den Chocolate Lovers Chocolate Bronzer. So sieht der aus, finde ich voll süß von der Verpackung. Und da er matt ist und ein recht heller Ton und auch aschig, dachte ich mir, ich nehme den mal mit. Und den probieren wir jetzt auch mal aus. Ich gehe da einfach rein. Ich konturiere und bronze nicht so extrem. Ich mache das immer recht wenig, sage ich mal. Es reicht mir einfach, ich muss das nicht so doll haben. So, ich gehe da ordentlich rein. Und trage das hier auf, gleich so in der ganz normalen 3. Das kennt man ja eigentlich, wie man das macht. Also, wie gesagt, ich konturiere und bronze nicht so doll. Ich finde das bei mir persönlich nicht so schön. Also generell finde ich das immer nicht so schön, wenn Leute da so einen riesen Strich haben und man wirklich eindeutig erkennt, dass es nicht natürlich ist. Ich stehe eher mehr darauf, dass das eher natürlich aussieht, was so die Schattierung angeht. Aber gut, das ist jedermanns Sache. Also die Farbe finde ich schön. Ich finde nur, er ist ein bisschen sehr wenig pigmentiert. Ich finde, da kommt nicht sehr viel Farbe auf den Pinsel, muss ich sagen. Es ist auch nicht gut, wenn ein Bronzer zu sehr pigmentiert ist, dann kann man es auch nicht mehr verblenden. Ich finde, dieser ist aber ein bisschen sehr schwach. So ein Mittelmaß wäre immer ganz gut. Aber für den Preis, ich meine, wie viel hat er jetzt gekostet? 2 oder 3 Euro ist das, glaube ich, ganz okay. Für Anfänger, denke ich, auch ganz gut geeignet. Und Rival de Lupe Young ist ja auch für Anfänger geeignet. Beziehungsweise, das ist die Zielgruppe. Und dementsprechend, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, ist das, glaube ich, ganz gut für Leute, die anfangen, sich zu schminken. Es ist vielleicht eher sinnvoller, sich so einzukaufen, als jetzt zum Beispiel hier den NYX Blush in Taupe, weil der ist sehr stark pigmentiert. Und ich denke, das ist für Anfänger eher nichts. Da können die lieber diesen hier benutzen, um das mal erstmal ein bisschen auszuprobieren, wo was hinkommt, wie das aussieht. Genau, ich habe jetzt einfach so meine 3 hier im Gesicht so gemacht. Macht es auch nicht mega akkurat. Ich gehe danach nämlich immer noch mal jetzt mit einem Puderpinsel grob drüber. Einfach um das wirklich super, super natürlich zu machen, weil ich das nicht so schön finde sonst. Genau. Ja, zu dem Produkt weiß ich nicht. Hätte ich mir jetzt nicht kaufen müssen. Keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht mega. Hat jetzt nicht so viel rausgeholt. Aber ist, ja, für Anfänger, wie gesagt, für mich ist das, glaube ich, nichts. Da habe ich welche, wo ich immer mehr zugreifen würde. Ich denke, das würde ich irgendwann aussortieren, beziehungsweise kann ich eigentlich, na, ich teste ihn noch ein bisschen, aber vielleicht werde ich ihn irgendwann mal aussortieren. Hat mich jetzt nicht geflasht. Dann kommen wir zu dem nächsten LE-Produkt und zwar von Catrice. So sieht das aus, ist aus der Limited Edition, weiß nicht, wie heißt die denn? Weiß nicht, Blush Flush Ombre Blush Palette Vibrant Pink ist das. Ich habe es nur gekauft wegen der Verpackung, seht ihr das? Oh mein Gott, wie geil.
so ein Wackelbild. Oh mein Gott, ich habe es nur deswegen gekauft. Ist hier so eine Blush-Palette, kann man auch benutzen als Bronzerton, Blush und leichten Highlighter. Ich benutze das Gesamte aber nur als Blush, ich gehe da so mit dem Pinsel rein. Man kann natürlich auch hier ein bisschen helleren Blush, hier ein bisschen dunkleren, hier ein bisschen sehr pinken. Ich gehe da komplett einmal so rein, also so handhabe ich das und trage das dann als Blush auf. Ja, doch, sieht schön aus, finde ich. Also das werde ich gleich noch ein bisschen verblenden mehr. Aber sieht schon mal echt schick aus, finde ich. Hat so einen schönen Schimmer drin, aber es ist nicht glitzerig, was ich sehr schön finde. Hat eine gute Pigmentierung, lässt sich auch sehr gut aufbauen, merkt man. Ja, jetzt sehe ich noch aus wie ein Clown, ist ein bisschen doll, aber auch da gehe ich mit dem Puderpinsel nochmal drüber. Das mache ich immer so, damit das Ganze auch wieder ein bisschen natürlicher wird. So ein bisschen einarbeiten. Die Blush-Palette finde ich auch gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, lässt sich gut auftragen, gut aufbauen. Man kann mit den Farben so ein bisschen variieren, war dafür auch nicht teuer. Generell mag ich Catrice Blushes aus LEs meistens sehr, sehr gerne. Und auch das Produkt gefällt mir ganz gut. Ja, hier trage ich noch ein bisschen auf. Bringt schön Frische ins Gesicht, würde ich sagen. So, dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar zum Highlighter. Und da habe ich ein richtig tolles Schätzchen. Und zwar habe ich mir den Fenty Beauty Highlighter gekauft, weil... Wer hat darüber nochmal so viel geredet? Auf YouTube drüber geredet. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist auf jeden Fall die Farbe. Das ist so ein Duo in Lightning Dust and Fire Crystal. Und so sehen die Farben aus. Das hier ist Lightning Dust. Der ist ein bisschen neutraler. Also ist schon ordentlich sichtbar, aber ja, nicht ganz so bam in your face. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken kann. Und Fire Crystal ist so richtig non plus ultra. Ich habe die nämlich schon mal, tatsächlich habe ich den schon einmal aufgetragen. Bin ich ganz ehrlich zu euch, ist kein hundertprozentiges First Impression, aber ich wollte ihn euch unbedingt noch zeigen. Den einen habe ich auch mit meiner Freundin aufgetragen und den auch bei mir. Und dieser Ton kann ich euch jetzt schon sagen, Fire Crystal. Auch der andere ist schön, aber für ein bisschen was Leichteres. Aber da ich ja ein bisschen liebe, so einen richtigen Glow liebe, ist das absolute. Der hat alle meine anderen Highlighter abgelöst. Der ist jetzt mein absoluter Lieblingshighlighter. Becker auch nicht mehr, dieser hier. Ich finde den wahnsinnig toll. Werde den jetzt auch nochmal auftragen, damit ihr das sehen könnt. Ich finde den so, so wunderschön. Ich bin so froh, dass ich mir diesen Highlighter gekauft habe. Wow. Hier, ich trage nur so ein bisschen auf. Und seht ihr das? Es ist einfach der absolute Wahnsinn, wie das aussieht. Wow. Es ist so genial, wirklich. Hier, schaut euch das an, diese Leuchtkraft. Es glitzert halt auch einfach nicht, es leuchtet. Das ist so krass. Das sieht so richtig, so ein richtiger Wet-Effekt ist. Das ist richtig, richtig schön. Ich bin so richtig in love mit diesem Highlighter, ne? Ich könnte darin baden. Guck, ihr seht es ja ganz gut. Auf der Seite ein bisschen besser, weil ja wegen dem Licht, aber... Ja, ja, dieser Highlighter ist absolut Wahnsinn. Wirklich. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Wenn ich Highlighter trage, bin ich glücklich. Oh, ich finde gerade, meine Nase ist ein bisschen sehr gehighlightet. Manchmal übertreibe ich es ein bisschen. Aber wer kennt das nicht? Ach, unter der Augenbraue wollte ich auch noch ein bisschen was auftragen davon. Weil ich hatte jetzt noch gar nichts unter der Augenbraue aufgetragen. Das mache ich jetzt mal. Ich nehme mir mal eben hier noch so einen Pinsel. Da kann ich die andere Farbe mal auftragen, damit das nicht ganz so krass ist. Ich bin ja heute ziemlich am Glänzen jetzt mit meinen ganzen Farben hier. So, ihr seht das auch. Das ist... richtig krass, aber der ist noch ein bisschen heftiger. Also nach dem, was ich gesagt habe, könnt ihr, glaube ich, schon feststellen, ich liebe, 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 liebe diesen Highlighter. Gerade auch, weil es zwei Highlighter sind, ist ja super cool. Und ich kann ihn euch nur empfehlen. Ist auch ein bisschen teurer, obwohl es geht eigentlich. Ich glaube, ihr zahlt 30 bis 40 Euro. Dafür sind zwei Highlighter und ihr seht das Ergebnis. Ist richtig, richtig toll. Ich kann es euch ans Herz legen. Bin sehr, sehr froh, dass ich den gekauft habe von Fenty Beauty. Das ist
top. Ich muss auch die anderen noch ausprobieren. Ich werde bestimmt dann nochmal irgendwann einkaufen, weil ich es einfach mega, mega schön finde. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was ich ausprobieren möchte. Und zwar sind wir da bei den Lippen und nochmal bei einem LE-Produkt. Haben vielleicht mehrere von euch, das gab es ja auch schon mehrmals, ist von Rival de Loop aus der Matte Couture-Reihe. Dieses Lip Kit Set, ich weiß gar nicht, welche Farbe ich habe, ich muss mal gucken. 04 Lace habe ich und das werde ich jetzt mal auftragen. Dazu gibt es einen Lip Pencil, den benutze ich als erstes, um meine Lippe zu umranden. So, der Lippenstift, der Lip Pencil ist schon mal ganz schön. Ist nicht zu cremig, auch wieder so eine mittlere Konsistenz, dass er sich gut auftragen lässt, aber nicht zu flutschig, sage ich mal, ist. Lässt sich gut auftragen, fühlt sich auch so an, als würde er lange halten. Und da gebe ich jetzt einfach den Liquid Lipstick noch drüber jetzt. So, den habe ich jetzt auch aufgetragen. Fühlt sich sehr leicht an, also man merkt nicht, dass man irgendwas auf die Lippen aufträgt, finde ich. Warte, ich hole mal kurz dran. Ist eine schöne natürliche Farbe, gefällt mir gut. Muss man natürlich jetzt gucken, wie sich das über den Zeitraum verhält. Ob es wirklich so sehr austrocknend für die Lippen ist, ob es die Lippenfältchen total betont, das wäre natürlich nicht so schön. Aber ja, das muss man im Verlauf des Tages sehen. So gefällt er mir erstmal gut. Genau. Ja, fokussier bitte. Hallo, 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 danke. Ein Produkt haben wir doch noch und zwar ein Fixing Spray, das neue von Catrice, das Illuminating Prime. Ich bin gerade verschluckt. Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Das soll ein bisschen noch mehr Glanz hervorbringen und nochmal meinen Glow hervorbringen, der ja eh schon nicht zu übersehen ist, aber. Hauen wir noch mal ein bisschen was drauf. Ich mochte das alte von Catrice, mochte ich schon in der lilanen Verpackung. Dieses hier in der rosanen werde ich jetzt mal austesten. Mal schauen. So, habe ich erstmal gebadet. Ich werde mir kurz die Haare mal ganz normal machen und dann sehen wir uns wieder. So Leute, ich bin fertig geschminkt, wie ihr seht. Erstmal einmal vom Weiten zeige ich euch das. Also ich bin ordentlich am Glänzen. Das Spray möchte ich nur kurz sagen. Der Zerstäuber ist sehr schön, der ist fein. Man hat nicht so fette Flecken im Gesicht, das hatte ich auch schon mal. Da hat man überall so Wassertropfen gehabt, das war nicht so schön. Dieser ist sehr, sehr angenehm. Riecht nicht irgendwie ätzend. Das von, ich habe eins, glaube ich, von Alverde, da muss ich immer niesen, wenn ich das besprühe, weil das ist irgend so ein, es riecht einfach seltsam. Davon muss ich einfach niesen, das ist richtig nervig. Habe ich jetzt hier nicht und schaut euch das an, also mein Glow, oder? Boah, das ist krass, es ist krass. Genau, jetzt hole ich euch nochmal ein bisschen näher ran, damit wir euch das Ganze nochmal angucken können. Das Augen-Make-up finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also auch mit den Sternen, das ist mal was anderes, gefällt mir gut. Manchmal glänzen sie so im Licht, das ist ganz cool, finde ich. Ja, wie gesagt, die Palette mega, mega schön, gefällt mir sehr gut. Der Highlighter gefällt mir, Blush gefällt mir. Der Bronzer, so naja, Lippen sind bis jetzt gut. Das Banana Powder, ich finde jetzt inzwischen sieht es nicht mehr so seltsam aus, auch wenn ich mich in einem normalen Spiegel hier sehe und nicht in der Kamera. Finde ich, sieht es normal aus, die Hautfarbe, also nicht so gelb, wie ich dachte. Muss man natürlich gucken, wie es jetzt im Verlauf des Tages noch ist. Ansonsten hatten wir noch was. Genau, den nicht den Eyeliner, sondern den Kajal kann ich noch nicht zu sagen, werden wir mal schauen. Ja, das wäre das Video für heute, das First Impression Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, dann mache ich das jetzt regelmäßig, dann sammle ich wirklich alle meine neuen Produkte und wenn ich ein paar habe, dann mache ich da wieder so ein Video draus. Also mir gefällt das, ich finde es cool, so viele neue Produkte auszuprobieren mit euch zusammen. Kann man sich so ein bisschen austauschen vielleicht. Also sagt mir da gerne Bescheid, ob ihr sowas gut findet oder eher nicht. Sehe ich dann an den Däumchen, das wäre nett.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!